Eigentlich wollten Mehdi und seine Frau Malihe Dänisch lernen. An der Grenze wurden sie zurückgeschickt. Jetzt müssen die Iraner auf deutsche Wochentage umsteigen. Montag, Dienstag, Mittwoch. Seit Freitag leben die im Iran verfolgten Journalisten in einem ehemaligen Baumarkt in Eidelstedt. Das Wichtigste in der Fremde ist Orientierung. Dafür brauchen sie das Internet. Aber einen Telefonvertrag können sie sich nicht leisten. Deshalb müssen sie raus, in die Kälte und sich in eines der wenigen offenen WLAN einloggen. Gegenüber im Schnellrestaurant zum Beispiel. Der Beschluss der Bürgerschaft sieht nun vor, alle 120 Hamburger Unterkünfte mit kostenlosen WLAN auszustatten. Weil davon profitieren die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen, die damit ihre Arbeit untereinander koordinieren können. Und dann ist es für die Flüchtlinge natürlich auch wichtig, dass sie untereinander kommunizieren können und auch mit den Freunden und Familien, die ja zum Teil über die ganze Welt verstreut sind. Und die Verhältnisse ja so sind, dass die Flüchtlinge Hotspots in der Stadt nutzen und dann hängen die und lungern, wenn man so will, vor bestimmten Läden, vor bestimmten Einrichtungen herum. Auch das kann ja nicht gewünscht sein. 80.000 Euro hat die Bürgerschaft bewilligt. Ohne Entgelt installieren die sogenannten Freifunker WLAN-Anschlüsse, nun auch im Baumarkt. Davon profitieren allein hier 850 Flüchtlinge. Die meisten sind junge Männer. Ihre Stromanschlüsse zum Handyaufladen sind getrennt von denen für die Frauen. Malia hat hier sichtbar ihre Ruhe, eine Seltenheit in einem Baumarkt, der aus einem einzigen Raum besteht. Zusätzlich zum Internetzugang gibt es jetzt auch eine Flüchtlings-App zur Orientierung in Deutschland. In 5 Sprachen. Auch ein Sprachkurs ist integriert. Hallo, ich heiße Ahmed Ali Ibrahim. Mehdi und Malia sind sehr dankbar. Die Deutschen, denke ich, sind sehr freundlich und hilfsbereit. Sie sollten den Friedensnobelpreis bekommen. Jetzt müssen die beiden nur noch fleißig weiter Deutsch lernen. Auch das fällt ihnen online leichter. Dann einen anderen Beruf, denn für iranische Journalisten gibt es in Deutschland keine freien Stellen. Aber ein Anfang ist allemal gemacht.